Hallo und herzlich willkommen bei Gewinner TV. Mein Name ist Ruben Schäfer und ich habe heute zwei extrem spannende Gäste hier, die einen der wahrscheinlich schnellst wachsenden Schrotthandel in Deutschland führen. Und wir wollen uns erstmal anschauen, wie haben sie das geschafft? Wie haben sie diesen Betrieb so auf Vordermann gebracht, dass der so wahnsinnig schnell wächst, dass der so eine Marktführerposition da stellenweise schon einnimmt? Was kann davon auch die Industrie generell lernen und wie blicken Sie eigentlich so auf den Industriestandort Deutschland und was entwickelt sich da gerade in eine gute und vielleicht auch in eine nicht so gute Richtung und was müssen Unternehmer jetzt tun, um am Ball zu bleiben? Ich glaube, dafür sind die beiden auf jeden Fall die richtigen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Dr. Ralf Friedrich und Robert Eckholz sind heute hier von Hofmann Metall. Erstmal schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Vielen Dank. Vielleicht mal fangen wir mal so ein bisschen mit dem Werdegang an. Mhm. Hofmann Metall hast du, glaube ich, damals noch ohne Ralf übernommen. Du kommst aber eigentlich gar nicht aus diesem Metier, sondern du warst vorher beim Bund. Genau. Erzähl vielleicht mal gerade, wie bist du überhaupt Schrotthändler geworden? Also am Ende ist es tatsächlich trotzdem so, dass ich aus diesem Metier ein bisschen herstamme. Mein Vater ist in dieser Branche schon immer tätig gewesen, hat sich dann selbstständig gemacht, 1996, glaube ich, war das. Und er war dann natürlich auch tätig für die ganzen größeren Schrotthändler bei uns in unserer Region. Mhm. Und ja, ich habe damals quasi schon meine Ferienarbeit dort mitgemacht. Ich habe jeden Samstag mir quasi dort ein bisschen Geld dazu verdient und bin trotzdem alledem mit all dem auch groß geworden. Ja? Danach bin ich natürlich zur Bundeswehr gegangen, war dann auch 12 Jahre quasi nicht da, habe auch ein Studium dann absolviert und ja, seit 2016 war es dann so, dass einer von den Kunden von meinem Vater eben seinen Betrieb verkaufen wollte. Mhm. Und das haben wir dann auch gemacht. Es ist aber so, dass quasi mein Vater und ich das Unternehmen zusammen gekauft haben und haben das dann übernommen. Damals hatte das Unternehmen einen Jahresumsatz von knapp 20 Mio gehabt und 35 Mitarbeiter. Okay. Ja, das war quasi der Stichtag zum 01.01.16 und damit sind wir gestartet. Mhm. Heute, also quasi 2024, ist es halt so, dass daraus eine Unternehmensgruppe entstanden ist und aus den 35 Mitarbeitern sind 230 Mitarbeiter geworden. Mhm. Und der Jahresumsatz hat sich im Prinzip verzehnfacht. Ja, ja. Okay. Das ist natürlich schon eine ganz ordentliche Hausnummer, genau. Kann man sagen. Was hat dein Vater genau gemacht? Weil der ist ja wie eine Art Zulieferer dann gewesen. Na, es war eher so ein Dienstleister. Ne? Mhm. Das heißt, die Schrotthändler, die nehmen ja auch an Ausschreibungen zum Beispiel teil für irgendwelche Stahlbrücken, wenn die zurückgebaut werden oder irgendwelche Industrierückbauten. Und da ist es immer so, dass die Schrotthändler zwar diesen Schrott kaufen, aber die müssen auch die Dienstleistung erbringen, dass das Material auch zurückgebaut wird. Ja? Ah, okay. Also auch mit statischen Fähigkeiten und Co. Und das war halt so, dass das die meisten Schrotthändler halt nicht konnten, also auch die Großen nicht. Und da haben die immer meinen Vater beauftragt und der hat dann quasi für die diese Dienstleistung erbracht und hat im Prinzip die Brücken, die Industriebauten dann auch verschrottet für die. Mhm. Und die haben das Material einfach nur auf ihren Hof gezogen, haben das dann dort weiterverarbeitet, haben es dann in die Stahlwerke verkauft. Okay. Ja. So einen Betrieb habt ihr dann quasi gekauft? Genau. Oder was heißt quasi, habt ihr dann gekauft? Wie muss man sich das vorstellen? Ist das eine sehr hohe Investition oder gibt es viele, die auch sagen, ey, ganz ehrlich, ich bin froh, wenn ich dafür überhaupt noch was kriege? Nein, also es ist schon so, dass es nicht günstig ist. Ne? Also das ist ganz einfach. Es muss ein Kaufpreis irgendwo gefunden werden. Ja? Dann nimmt man einfach das EBITDA, mal den Faktor, ja? Der eben dann quasi für die Branche in dem Jahr so irgendwo aktuell ist. Ja, das ist meistens irgendwo ein Faktor zwischen 6 und 9. Ja? Mhm, okay. Und das ist dann ungefähr grob eine Kaufpreisfindung. Ja? Dann geht es immer noch darum, was sind auch so an Material, an Werten da. Ne? Also nicht nur an Rohstoffen quasi, was dann wieder verkauft wird, sondern eben auch, was ist da an Anlagen, an Grundstücken, an Gebäuden. Ja? Und das wird auch irgendwo mit da reinbezogen. Und wir reden hier schon von, ja, achtstelligen Beträgen. Okay, ja. Alles klar. Gut, das war also dann ein fettes Invest. Und dann, genau. Ihr habt das gemacht, habt euch getraut. Und dann kam der eines Morgens quasi auf den Hof. Ja. Was war dann so der Status quo? Und wie habt ihr dann auch angefangen, das zu verbessern quasi? Weil ihr müsst ja irgendwie dann, das war ja ein Betrieb, der ja wahrscheinlich irgendwie an sich lief. Genau. Man hätte ja einfach sagen können, schön, wir lassen es einfach weiterlaufen. Richtig, also haben wir ja auch gemacht. Wie ging's los? Wenn man so einen Betrieb neu übernimmt, auch wenn man vielleicht sich aus der Branche ein bisschen auskennt, mein Vater hat ja nun wirklich auch diese Fachexpertise dazu gehabt, ist es trotzdem so, dass man sich ja erstmal dem anpasst. Ja? Man will ja jetzt gar nicht das Rad neu erfinden, ist ja auch Quatsch, weil der Betrieb lief ja an sich und man hat sich dann selbst erstmal angepasst und ist quasi dort mitgeschwommen, ja? Um erstmal zu sehen, wie sind die Abläufe. Ja? Und das hat tatsächlich auch
ja, so ein, zwei Jahre schon gedauert, bis man dann wirklich tatsächlich überall dahinter gestiegen ist, wie das auch funktioniert. Und so lange hat man auch gar nichts Neues eingeführt. Ja, also das macht man einfach nicht, weil die Mitarbeiter an sich, die haben ja sowieso Angst. Es gibt einen neuen Eigentümer, ja, und meistens ist ja so, neue Besen kerngut oder eben manchmal auch nicht, ja, manchmal auch eher schlecht. Und dementsprechend haben ja immer alle Angst vor Veränderungen. Und um diese Angst damals zu nehmen, haben wir gesagt, nein, wir übernehmen das und wir lassen alles erstmal so, wie es ist. Bis auf ein paar Kleinigkeiten, ja, aber wirklich nur Kleinigkeiten, die wir gleich geändert haben. Aber das ist einfach dafür gemacht, dass die Mitarbeiter auch merken, wir vertrauen denen, ja, wir vertrauen deren Abläufen und es läuft ja auch. Und dann haben wir erst im dritten Jahr angefangen, dann so langsam punktuelle Verbesserungen auch durchzuführen. Hatten aber dann auch ganz schnell gemerkt, dass wir tatsächlich trotzdem ein Problem hatten und das war Mitarbeitergewinnung, weil das schon eine Branche am Ende ist, ja, wo die meisten Menschen denken, wenn sie an Schrotthändler denken, glauben die alle, wir sind sowas wie die Ludolfs. Na? Das sind wir aber eben gar nicht. Ja, weil die Ludolfs an sich, klar, die haben vor 20 Jahren die TV-Landschaft irgendwo erobert, aber die wurden zwar als vier Brüder auf den Schrottplatz betitelt, aber tatsächlich war es ja eigentlich eine Autoverwertung. Das heißt, die haben Schrottautos angekauft, haben dort alle Teile, die noch irgendwo als Ersatzteile verwertbar sind, haben sie ausgebaut, die in ein Lager gelegt und der Rest, der nicht mal verwertbar war, den haben sie verschrottet oder beziehungsweise dann an Schrotthändler weiterverkauft. Und wir sind aber ja dann der Schrotthändler. Also das heißt, wir kaufen das Material auf, dann bereiten wir das bei uns auf, quasi führen das an den Recyclingprozess zu und verkaufen es dann von uns direkt an die Stahlwerke, Gießerei, wo das Material direkt eingeschmolzen wird und dann entsteht daraus quasi ein neuer Werkstoff. Ja? Das ist schon erstmal der Unterschied. Aber das Problem ist halt, dass für viele das halt so ein angestaubtes Image ist. Ja? Und da hat natürlich keiner Bock, bei uns anzufangen. Ja. Das haben wir auch gemerkt. Also 2 bis 3 Bewerbungen im Jahr hatten wir. Im Jahr. Ja, na klar. Mehr war es nicht. Und naja, es ist ja körperliche Arbeit. Es ist kalt, es ist nass, es stinkt manchmal auch. Ja? Also jetzt nicht wie Müll, aber es stinkt ja trotzdem. Und da haben die alle keinen Bock drauf. Okay. Und die 2, 3 Bewerbungen, ja, das ist zwar schön, dass man erstmal überhaupt Bewerbungen hat, aber wir reden jetzt nicht von der Qualität dieser Bewerbungen. Ja, das waren wahrscheinlich eher die, die beim Jobcenter irgendwie mussten. Manchmal, genau. Ne? Also wir hatten dann tatsächlich das Problem, dass wir auch festgestellt haben, wir haben jetzt hier einen Altersschnitt irgendwo von Mitte 50. Das könnte in 10 Jahren eng werden. Dann waren wir der Meinung, komm, wir machen ein bisschen Social Media, machen ja andere auch. Das wird vielleicht irgendwie werden. Dann haben wir ein bisschen was gemacht, lief aber nicht so, wie man es gedacht hat. Also so, wie es auch heute immer noch ist, wenn man mit Handwerkern spricht. Die machen dann 1, 2, 3 Posts in 4 Monaten und fragen sich, warum da keine Resonanz ist. Ja? Wir haben es damals auch nicht verstanden, aber gut, wir haben dann irgendwann eine Agentur beauftragt, die für uns das ein bisschen machen sollte, wo wir dann auch festgestellt haben, wir müssen uns ein bisschen attraktiver auf dem Markt auch darstellen. Die Agentur hat uns auch das Blaue vom Himmel versprochen, ja, haben auch viel Geld dafür bezahlt. Was die gemacht haben, sah auch alles gut aus, aber es kamen nicht wirklich Ergebnisse dazu. Ja, das muss man einfach sagen. Und dann war Corona. Und Corona war für uns halt so ein Punkt, wo wir dann tatsächlich nochmal drüber nachgedacht haben. Die Industrie wurde jetzt politisch quasi runtergefahren. Also wir hatten jetzt eh gerade weniger zu tun. Was machen wir jetzt? Lege ich mich jetzt quasi jeden Abend in mein Kopfkissen und weine mich in den Schlaf und hoffe, dass irgendwann das Leben wieder besser wird? Oder nutze ich jetzt einfach diese Zeit, nicht mehr am operativen Tagesgeschäft so gebunden zu sein und arbeite jetzt am Unternehmen? Und das haben wir dann gemacht. Okay. Und haben dann auch beschlossen, Social Media Agentur, das tun wir alles aufkündigen, wir machen alles selbst, weil es kam ja nichts dabei rum. Es sah zwar gut aus, aber irgendwie kam nichts. Und dann haben wir angefangen, das quasi aus bei uns selbst dann aufzubauen. War qualitativ jetzt nicht das Beste, aber wir hatten auf einmal mehr Zulauf, wir hatten auf einmal mehr Bewerbungen und wir hatten auch mehr Kunden bekommen. Wo man dann aber sagt, aber es sieht ja eigentlich gar nicht so cool aus. Was ist aber das Ende vom Lied? Qualitativ hat es nicht gepasst, aber der Content war das, was am Ende entscheidend war. Ja. Bevor wir da vielleicht so ein bisschen in die Geheimnisse Ja. reingehen, weil der Ralf sitzt da jetzt die ganze Zeit Und atmet einsam schon. und fühlt sich hier vernachlässigt vielleicht. Wann bist du denn quasi überhaupt dazugestoßen? So, und wie kam das? Wo kamst du auch vorher her? Na, ganz ursprünglich bin ich Lehrer. Also Okay. ich bin eigentlich, war Berufsschullehrer, lange Zeit, Deutsch, Gemeinschaftskunde, Ethik, also die beliebtesten Fächer, die man so haben kann. War dann lange in der Ausbildung von Lehrern verhaftet, hatte aber immer irgendwie im Bereich Weiterbildung, Marketing, das hat sich einfach durch die Germanistik angeboten, die Fächer mit zu begleiten. Und wir haben uns dann 2020 kennengelernt und da
bin ich freiberuflich dazugestoßen. Wir hatten dann eine Projektidee, die ging auf und mal ab und es ging so ein bisschen her. Dann habe ich innerhalb der Gruppe einige Sachen begleitet, bis dann im Februar 22 gab es so einen Stichtag. Da hieß es dann mal von einer externen Stelle, sag mal, warum arbeitet ihr nicht zusammen? Das ist völlig unsinnig. So, und da gab es die ersten Überlegungen und dann dazugestoßen, auch in die Unternehmensgruppe dazugestoßen, bin ich dann im Jahr 23, im August, als wir dann gesagt haben, wir gründen noch ein Unternehmen zu, weil du ja gesagt hast, wir kriegen so viele Anrufe und das hatte ich ja, das haben wir uns dann auch, das haben wir dann geteilt, weil wir beide dann mitbekommen haben, es gibt Nachfragen, wer macht das Marketing für Hofmann Metall, warum sind da auf einmal Bewerbungen da, wie läuft das, dass es dann hieß, naja, lass doch einfach eine Business Development Abteilung gründen und die gleich so ausgründen, dass die nicht nur die Unternehmensgruppe mitbedienen kann, sondern auch in der Lage ist, externen Unternehmen Hilfestellungen zu geben, was unsere Prozesse angeht, was unser Marketing angeht, also wie kannst du das übertragen, wie kannst du das testen. Und da hat sich's angeboten, wen nimmst du dazu? Nimmst du einen anderen BWLer dazu, einen reinen Marketer? Oder ist es nicht ganz clever zu sagen, wir nehmen einen Lehrer dazu? Also jemanden, der in der Lage ist, anderen komplizierte Sachen so einfach wie nur möglich zu erklären. Ja. Und so lief das dann immer weiter zueinander. Also wir kannten uns schon eine Weile. Und irgendwann gab es dann diesen Tag X, an dem wir gesagt haben, jetzt. Okay, gut. Bevor wir dann so ein bisschen zu dem neuen Projekt kommen, vielleicht nochmal gerade so die Frage, wie macht man denn Schrottplatzarbeit sexy quasi? Also das ist ja, du hast es ja schon richtig gesagt, erstmal stellt man sich das halt extrem anstrengend, witterungsabhängig vor. Darauf hat die Generation Z, ist jetzt so mein Eindruck, nicht mehr so viel Lust. Genau. Was macht man? Was ist die Lösung? Tja, am Ende ist es tatsächlich auch da nur die Außendarstellung erstmal, um eben da auch gute kleine Videos, Reels, auch Fotos einfach einzufangen und die nach außen darzustellen, dass man merkt, hey, das ist zwar vielleicht ein bisschen anstrengend, aber es hat ja auch einen guten Zweck, ja, weil wir erfüllen ja trotzdem immer noch das Thema Nachhaltigkeit. Ja? Mhm. Wir sind ja ein wichtiger Bestandteil des Recyclingkreislaufes. Und da kann man schon mal die Leute irgendwo dafür begeistern. Und dann zeigen wir natürlich auch ganz klar, dass wir uns als Arbeitgebermarke auch darstellen. Und wir erleben es immer wieder, dass die Leute mittlerweile auch in ihrer Freizeit quasi mit Hofmann Metall Klamotten draußen rumlaufen und einfach stolz sind zu zeigen, hey, ich arbeite bei diesem Laden. Und den kennt ihr ja übrigens alle. Ja, also das ist schon sowas, was dazu beiträgt, dass dann auch andere sagen, hey, dort möchte ich auch anfangen, weil das wirkt nach außen einfach mega professionell und gut. Und natürlich tun wir auch sehr viel für die Mitarbeiter. Ne? Also ob das jetzt irgendwelche Benefits sind, ja, und oder eben auch Thema KI. Ja? Also wir versuchen auch, KI unterstützt uns da weiterzuentwickeln, ja? Weil wir merken, dass so ein potenzieller Mitarbeiter auch mittlerweile gucken will, ist das Unternehmen bereit, auch irgendwas KI-mäßig zu machen. Mhm. Ist es auch bereit, sich weiterzuentwickeln? Weil ich habe keinen Bock, in irgendeinen Laden zu gehen, der sich eigentlich immer weiterentwickeln möchte. Ja? Weil ich möchte vielleicht auch meinen Job irgendwann noch digitaler haben oder vielleicht noch einfacher gestalten und trotzdem das Geld verdienen. Und das haben wir halt alles geschaffen und dafür ist hauptsächlich natürlich der Ralf zuständig. Ja. Robert hat gerade was Spannendes gesagt, nämlich der Gen Z das quasi auch nochmal aufzeigen, dass es ein Nachhaltigkeitsaspekt ist. Ist es damit schon getan oder sind Gen Z-Leute für euch quasi auch eine Gruppe, die bei euch gut arbeiten kann oder habt ihr da Schwierigkeiten mit? So, wir haben ja einige Kunden auch jetzt letztens erst im Fernsehen gehabt, die dann so ein bisschen sich stellenweise auch, man muss sagen, beschwert haben, gesagt haben, Generation Z hat so ihre Eigenheiten, nennen wir es mal. Wie ist so dein Blick drauf? Du hast ja früher letzten Endes als Berufsschullehrer auch insbesondere sehr viel mit eben etwas jüngeren oder gerade erst am Anfang stehenden Arbeitsmarktteilnehmern zu tun gehabt. So, wie siehst du das? Wir dürfen die Gen Z, auch wenn wir uns intern gern mal ein bisschen schief angucken, wenn es um gewisse Aspekte geht, die dieser Generation zugeschrieben werden, nicht komplett über einen Kamm scheren. Wir müssen uns zwei Sachen klar machen und das unterscheidet uns zum Beispiel als Unternehmen, auch als Unternehmensgruppe von vielen anderen. Viele andere gehen raus und sagen, die Generation XY, die sind, oh,
ah, die können wir nutzen. Die Gen Z, die gehen, mit denen können wir nicht mehr. Die wollen nicht arbeiten, die drehen nur am Ökorad etc. Wir haben uns irgendwann, das steht auch bei uns, innerhalb der Marketingstrategie so drin, darauf spezialisiert, immer mehr zu hinterfragen. Da kommst du ziemlich schnell auch zu dem Punkt, dass diese gesamte Generationentheorie, das ist eine Theorie, die ist statistisch betrachtet totaler Blödsinn. Sie hilft aber, Ansätze zu finden. Und dem folgen wir natürlich. Dann sagen wir, okay, was ist der Zeitgeist einer jüngeren Generation in Deutschland? Worauf stehen die? Was wollen die? Die wollen sich nicht für ihren Job kaputt machen, also kommunizieren wir genau das. Ihr könnt hier aufsteigen, könnt ihr Karriere machen, aber wenn ihr sagt, ich will einfach nur einen geilen Job bei einer Firma, die Sicherheit bietet, na, dann könnt ihr auch das haben. Das ist alles möglich. Das kommunizieren wir also auch nach außen. Dann überlegen wir uns, wie kannst du die Leute wieder ranholen? Gerade die Gen Y, die schon zurückgezogener war, dann im Schnitt die Gen Z, die sagt, ne, ein bisschen biederer, wieder mehr Fokus auf Familie. Ja, dann wird das ganze Thema eben auch familiärer gestaltet. Und die Sachen kommunizieren wir nicht nur, sondern wir überlegen uns auch bei jeder Kampagne, die wir spielen, trifft das die Punkte, die wir in der Marketingstrategie festgelegt haben? Wenn ja, machen wir es. Wenn nicht, war es eine schöne Idee. Dann kommt ihr auf den Stapel und dann später nochmal. Und so kannst du auch arbeiten. Damit können wir umgehen. Und so kannst du auch auf diese einzelnen Generationspunkte eingehen. Dazu muss man aber auch Folgendes sagen. Angenommen, wir lassen jetzt mal diese Generationstheorie weg. Die Ältesten dieser Generation, die werden 29, 30. Was haben die denn für Interessen? Die gleichen, die wir auch haben in diesem Alter. Ja. Bloß, dass wir jetzt ein bisschen über 29 sind. Also knapp, leicht, ja. Ganz knapp. Aber was ist denn da wichtig? Du triffst einen Partner, eine Partnerin, mit der du dir überlegst, auch mit der könnte ich es länger aushalten. Mhm. Oder mit dem. Vielleicht willst du Familie gründen. Ja, dann ist das Thema Kind wichtig. Ja. Wohnung, vielleicht hast du ein Haus geerbt oder möchtest dein erstes Eigenheim bauen. Das sind doch alles Themen, die sind ja generationsübergreifend. Aber die treffen ja Werte wie Sicherheit, Nachhaltigkeit, Regionalität, Verbundenheit. Da wären wir ja dumm, wenn wir das nicht nach draußen kehren würden, dass wir genau das bieten. Und das ist im Endeffekt eigentlich auch so diese Trick in der ganzen Nummer. Wir spielen das, was die Leute hören wollen, und gleichzeitig sehen wir zu, dass wir genau das auch liefern, weil ansonsten wäre das nichts anderes als Scharlatanerei, und davon sind wir weit entfernt. Das ist ja eigentlich ein ganz pragmatischer Ansatz, ne? Also ich habe mich ja sowieso häufig gefragt, auch bei allem, was da so rumgemeckert wird am Ende des Tages, Gen Z gut finden, schlecht finden, sie ist am Ende ja der Rohstoff, der zur Verfügung steht. Ne? Genau, also, so ist es. Wie bei euch beim Stahl letzten Endes, da kommt halt was rein und damit muss man dann auch was tun. Ne? Also das kann man ja jetzt nicht ändern. Ist das so ein bisschen euer Erfolgsrezept, dass ihr, du hast es gesagt, eben nicht ins Kissen weint, sondern dass ihr einfach sagt, so, wir nehmen die Sachen, wie sie da sind, und unternehmen damit etwas? Ist das so das Erfolgsrezept? Ja, müssen wir ja. Also wir können ja nur das nutzen, was uns zur Verfügung steht. Und dann versuchen wir auch immer, das Beste daraus zu machen. Das heißt, wir ruhen uns auch nie aus. Ja, das ist immer wieder mein Credo. Ich sage immer wieder, wer aufhört, sich zu verbessern, hat aufgehört, gut zu sein. Deswegen arbeiten wir immer permanent an uns. Ja, das nervt manche Leute auch im Unternehmen, weil wir was Neues aufsetzen und das vielleicht ein, zwei Jahre später schon wieder über den Haufen werfen und sagen, wir machen es wieder neu. Ja, das nervt mich auch selbst manchmal, weil es hat ja trotzdem auch Arbeit und Zeit gekostet, ja, und vor allem Nerven, was aufzusetzen. Aber du stehst halt manchmal da und musst es neu machen. Wir hatten es ja selber gehabt. Wir haben 2020 halt entschlossen, wenn wir jetzt schon die Zeit haben, am Unternehmen zu arbeiten, dann haben wir umstrukturiert. Und Ende 2022 stehen wir da und sagen, oh, jetzt sind wir so groß geworden und das so schnell, wir kommen jetzt gar nicht weiter, wir müssen schon wieder umstrukturieren. Ich habe überhaupt keine Lust darauf gehabt, aber was will man machen, ja? Ja. Aber ihr habt es dann durchgezogen letzten Endes. Und mittlerweile, ihr habt ja auch viele Einblicke jetzt schon bekommen in andere Unternehmen, in andere Branchen auch stellenweise, wo es ja dann nicht so gut klappt. Ist es dann eurer Erfahrung nach schon am ehesten noch so ein Mindset-Problem quasi da? Ja. Oder woran hängt es? Weil ihr verbreitet ja jetzt hier quasi eigentlich Optimismus und sagt ja, bei uns, wir wachsen und da geht's voran. Und ihr seid ja eigentlich in einem Industriebereich unterwegs, wo man sagen würde, das ist einer dieser
diese Branchen, die in Deutschland auch letzten Endes denen es nicht so gut geht, alles, was im Industriebereich verarbeitet, Stahlgießerei, das war ja auch mit Energiekosten und so weiter. Richtig. Der ist ja viel, viel totgeschrieben worden, fast schon. Eigentlich müsstet ihr jetzt hier sitzen und Rotz und Wasser heulen. Den Eindruck vermittelt ihr aber nicht. Also woran hängt es, dass der Mittelstand oder dass auch Leute, mit denen ihr dann sprecht, dass die so jammerig sind? Ist es, woran hängt das? Also es ist schon so, dass wir merken, dass es im Moment schon wesentlich schwieriger läuft als noch vor 2 Jahren. Mhm. Ja. Aber auch jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, ich kann mich jetzt meinem Schicksal ergeben oder ich versuche das Beste daraus zu machen. Und am Ende fangen wir ja trotzdem das zumindest so ein, dass wir sagen, unser Mindestziel, was wir uns im Jahr setzen, das schaffen wir. Ja. Und dementsprechend ist das für uns erstmal so okay, dass es nicht alles gerade wunderbar läuft und wir Juhu schreiben, das ist auch klar. Aber ja, wir können einfach nur das tun, was wir tun können. Ja, es ist so, natürlich könnte man sich jetzt hinsetzen und jammern. Ja, gut. Das ist aber, ich glaube, das überlässt man dann gern denen, die sagen, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr und ich bin auch nicht mehr bereit, was zu tun. Das sind aber dann, ganz ehrlich, das sind ganz häufig die im Prinzip Hoffnung, Vertrauen, sollen sie machen, weil die werden enttäuscht. Das sind gleichzeitig aber auch die sagen, ich beende meinen Tag um spätestens 16.30 Uhr. Dann bitte. Mhm. Dann macht das. Ja. Also wenn wir uns überlegen, es ist nur ein Beispiel. Ja, an dem Tag, bevor wir hierher nach Koblenz geflogen sind, wussten wir beide, der Tag beginnt irgendwann zwischen 3.30 Uhr und 5 Uhr morgens. Mhm. Weil, muss ich ja auch irgendwie organisieren, wir müssen uns noch zusammenfinden. Wir saßen trotzdem gestern noch bis um 11 dann digital zusammen, weil wir noch ein paar Themen hatten. Und dann musst du das halt machen. Und das ist genau dieser Punkt. Bin ich bereit, über die Grenzen hinauszugehen? Natürlich immer mit Blick auch auf sich, auf die eigene Gesundheit, auch mit Blick auf die Familie. Nur dieser Wille, einfach mehr zu tun, der hilft dann schon. Der wird natürlich nicht denen helfen, die sagen, ich habe gerade richtig viel Pech gehabt. Mich hat eine Krise über die nächste, in die nächste begleitet. Ich habe keine Ressourcen mehr. Finanziell nicht. Ich mache wie ein Wahnsinniger. Aber es geht nicht mehr. Wir haben auch dann keine Personalressourcen mehr. Es gibt Leute, denen kannst du mit Mindset nicht helfen. Das ist einfach so. Und das ist auch blöd. Manche haben auch das Problem, dass gerade im Kfz-Bereich, im Kfz-Reparaturbereich hast du das ganz stark. Die sitzen irgendwo in der Nähe von Königs Wusterhausen und dort 20 Kilometer weg am großen Stein links. Ja, die haben halt ein Lageproblem. Ja, ja, klar. Also für die ist es blöd, aber für einige, ich möchte nicht mal sagen für die meisten, die jammern, zählt das Thema, wenn du 16.30 Uhr deine Bude schließt und nicht bereit bist, die Extrameile zu gehen, dann wirst du das Problem nicht lösen. Ja. Punkt. Vielleicht mal so ein bisschen aus dem Mindset, ich muss etwas machen, erwächst ja auch dann nicht nur, dass man etwas macht, sondern auch, was man macht irgendwann. Ne? Und ich glaube, ihr seid ja nicht einfach nur blindlings dabei zu arbeiten wie die Verrückten bis tief in die Nacht, sondern das, was ihr macht, ist ja auch sinnvoll, idealerweise. Zumindest gibt euch der Erfolg da recht. Mhm. Du hast schon angesprochen, ihr nutzt zum Beispiel mittlerweile auch künstliche Intelligenz. Da würde man ja sagen, auf dem Schrottplatz eigentlich das Letzte, was man da vermuten würde, ist künstliche Intelligenz in irgendeiner Form. Was sind so die Themen, mit denen ihr euch jetzt faktisch handwerklich quasi beschäftigt? Und wie nutzt ihr die, damit ihr weiter vorankommt, damit ihr einen Wettbewerbsvorteil habt? Das Thema hatten wir ja auch. Das ist das, was du ganz gerne sagst. Dieses einen Kran per KI steuert, kostet 50 Millionen. Klar ist es irgendwie möglich, aber lohnt sich das? Wir nutzen die KI vornehmlich im Marketing und dort testen wir auch aus. Mhm. Also ob das in die Richtung geht, Filme mit KI zu bearbeiten, ob das in die Richtung geht, Real Marketing komplett durchzuautomatisieren, auch um unsere Marketing-Leute einfach um unseren Marketing-Leuten eine Vereinfachung zu bescheren. Das sind alles solche Sachen. Gleichzeitig haben wir das Glück, wir haben einen mehrfach international ausgezeichneten Videografen an Bord. Mhm. Der hat einfach Bock zu probieren. Das ist natürlich ein riesen Glücksfall, wenn du jemanden hast, der sagt, ich habe da eine neue Idee. Und auch das sind wiederum Punkte. Dann Verwaltungsthemen, welche kannst du
im Prozess automatisieren. Entscheidungsvorgänge, da haben wir locker anderthalb Jahre rumgeschraubt, dass wir solche Sachen komplett durchautomatisieren können. Das können wir von überall auf der Welt machen. Und damit beschäftigen wir uns. Natürlich, das sind solche Themen von 30 Ideen, die man aufschnappt und bespricht, setzen wir am Ende eine um, weil wir schnell feststellen, das ist zu teuer, das geht nicht, das können wir aktuell nicht leisten, dafür haben wir die Leute nicht, das wollen wir am Ende gar nicht. Aber das ist so dieser Druck, der einfach auch so von innen heraus kommt, so diese klassische Motivation zu sagen, wir überlegen erstmal und dann probieren wir und dann gucken wir. Mhm. Und wir haben natürlich auch das Glück, damit beende ich sogar meinen KI-Monolog, dadurch, dass das Unternehmen ja von euch so grundaufgebaut wurde, haben wir ganz einfach auch die Möglichkeiten, Sachen zu probieren. Das ist ein riesen Glücksfall. Das kann nicht jeder leisten. Das ist ein ganz klarer Punkt. Ja, natürlich. Wenn man natürlich erst, ich sag mal, auf den allerletzten Metern versucht, da das Steuer rumzureißen, ist es natürlich viel, viel, viel schwieriger und anstrengender, als wenn man eben, wenn man Geld und Zeit und Möglichkeiten hat, entsprechend den Kurs korrigiert. Ne? Ja. Ihr seid ja deswegen letzten Endes aber auch jetzt in der Lage, andere Unternehmen zu beraten in verschiedenen Bereichen. Vielleicht mal, ich meine, der Bedarf ist obvious, also es ist ganz klar, warum ihr das macht und dass ihr da häufig gefragt werdet, ist, denke ich mal, klar. Aber was macht ihr mit denen dann? Also welche Beratungsmöglichkeiten hat man bei euch? Wie kann man sich von euch da unterstützen lassen? Wenn jetzt vielleicht hier auch so der ein oder andere Mittelständler zukommt und sich denkt, ja, doof, ich habe leider jetzt den Punkt, dass ich das Know-how mir jetzt nicht mehr jahrelang durch Jugendforsch selber aneignen kann. Ich muss jetzt die Abkürzung nehmen und das vielleicht dann mit euch. Wie läuft das ab? Großen und Ganzen hängt es von der Frage ab, was die Leute wollen. Ich habe letztens mit einem Unternehmer gesprochen, der sagt, Marketing haben wir durchgespielt. Wir können das. Und das können die, wenn du das kontrollierst oder kontrollierst, das können die wirklich gut. Also die haben Aufträge noch und nöcher. Die bekommen unfassbar viele Bewerbungen, coole Bewerbungen von geilen Leuten. Das Ding läuft. Also es ist wirklich, das Ding geht. Die haben ihre Prozesse im Griff, das funktioniert alles. Was die von uns ganz gern hätten, ist zum Beispiel eine Anleitung, wie die ihr Wissensmanagement intern bauen können, um ihre Kopfmonopole loszuwerden. Mhm. Aber und das Kopfmonopol-Thema, das liegt ja eher bei dir. Also. Genau, also das ist halt ganz wichtig, dass man eben nicht von irgendjemandem abhängig ist. Mhm. Ja, das war mir schon immer wichtig, weil ich ja eben damals dieses Altersthema hatte, dass wenn der ein oder andere von den wichtigen Leuten in meinem Unternehmen dann das Unternehmen verlässt aufgrund von Renteneintritt oder vielleicht auch plötzlicher Erkrankung, dann stehe ich da und kann im Prinzip den einen oder anderen Punkt bei mir im Unternehmen nicht mehr abdecken. Und deswegen war das für mich ganz wichtig, so schnell wie möglich so eine Art Wissensdatenbank zu bauen, damit man jeden im Unternehmen ersetzen kann. Mhm. Ja, und das haben wir bei uns gemacht und das ist das, was jetzt zum Beispiel der eine Kunde möchte. Und für uns ist halt wichtig, das, was wir anbieten, ist keine Dienstleistung. Ja, wir bieten nicht den Leuten an, wir machen für euch einen Imagefilm oder wir machen für euch euer HR, sondern wir möchten den Leuten zeigen, wie das funktioniert, damit die das selber für sich bauen. Weil, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, wir hatten damals eine Social-Media-Agentur bei uns beauftragt, das lief halt nicht so wie gedacht, weil diese Agenturen, für die ist man halt einfach nur ein Kunde Nummer X. Und die denken sich aber nicht in dein Unternehmen rein. Das heißt, die verstehen gar nicht, wie du tickst. Die verstehen deine DNA nicht und das ist das Problem. Ja, die machen zwar Dinge für dich, aber es kommt am Ende nicht unbedingt das dabei rum, was du willst. Und deswegen haben wir uns auf die Fahne geschrieben, wir müssen den Leuten zeigen, dass sie das alles in ihrem Unternehmen selber quasi entwickeln müssen und auch selber installieren müssen. Ja, weil nur so kommen die auch wirklich voran. Wer sollte jetzt sich bei euch melden? Also was sind so die Hard Facts, wo ihr jetzt sagt, wenn du das gerade in deinem Betrieb hast, dann ruf uns besser an. Wir können, weil wir es probiert haben, wir sind aus dem Bereich Handwerk und Industrie. Das können wir. Das schließt hier an. Menschen, die sagen Unternehmen, die sagen Unternehmer und Unternehmerinnen, die sagen, ich habe so ein Unternehmen in der Branche, ich bin bei ungefähr 10 Leuten bis 25, bis sogar bis 50 Leuten angekommen und ich merke, irgendwo stockt es. Entweder, weil ich dieses Kopfmonopol-Thema habe, weil ich ein massives Werbeproblem habe und gar nicht weiß, was soll ich jetzt tun? Viele stehen ja vor der Problematik Build or Buy.
baue ich mir die Agentur, also baue ich mir praktisch meine eigene Abteilung auf, verknüpfe die, dann ist die Frage, wie mache ich das? Bin ich bereit, eine siebenstellige Zahl über anderthalb, zwei Jahre zu investieren, damit das steht? Oder kaufe ich mir den Prozess ein, inklusive der Leute, die das schon mehrfach getestet haben? Die sollten sich bei uns melden, weil wir können dir nicht nur zeigen, wie es geht, sondern wir helfen natürlich bei der Installation solcher Sachen. Wenn Menschen sagen, ich will mich als Handwerksunternehmen positionieren, weil ich habe es nicht hinbekommen. Ganz ehrlich, ich habe viele Jahre mit Agenturen zusammengearbeitet. Weil wir nebenbei als Texter, hat sich als Deutschlehrer angeboten, konnte ein bisschen was schreiben, war ja unterwegs. Da habe ich so hier und da einen Einblick gewonnen. Das ist genau das, was du sagst. Die sind gut in ihrem Metier, aber sich in so spezielle Bereiche wie ingenieurwissenschaftliche Themen, handwerkliche Themen, Industriethemen reinzudenken, es fällt vielen Kreativen schwer. Und hier wäre es clever, einfach die zu fragen, die es schon gemacht haben. Das macht es dann auch einfacher, wieder zu sagen, schaut mal in diese und jene Richtung, also lieber Kunde, schau in diese und jene Richtung. Diese Agentur wäre für dich vielleicht optimal, weil du dieses spezielle Thema lösen möchtest. Mhm. Und darüber dann wieder einen Kreislauf zu bilden. Naja, und dann tatsächlich Unternehmen, und das ist so ein Punkt, die Unternehmer, die gesagt haben, ich möchte ein Unternehmen übernehmen oder es schon getan haben und jetzt mit Altlasten kämpfen dürfen. Ja. Mhm. Da, das wird ja, glaube ich, immer mehr. Das Richtig. Wird immer mehr. Und ich meine, da können wir von Sekunde 1 an helfen, weil du hast es gemacht. Nicht nur einmal. Nicht nur einmal, auch mit deinem Vater zusammen. Also auch was passiert, wenn du mit in deiner Familie ein Familienunternehmen kaufst. Auch solche Sonderfälle können wir einfach behandeln, weil wir das Spiel gespielt haben. Ja. Ihr kauft ja bis heute noch. Immer wieder Betriebe auf, ne? Richtig. Also, und bringt die dann auf Vordermann. Also von daher wisst ihr ja im Prinzip bis heute auch entsprechend gut, wie das geht. Ja, es ist super spannend. Also wer jetzt hier zuschaut und sagt, da fühle ich mich angesprochen so, ich stehe vor der Herausforderung oder demnächst vor der Herausforderung, dann kann man sich natürlich gerne bei euch melden. Welche Möglichkeiten gibt es, euch näher kennenzulernen? Ich weiß, es gibt ein Buch neuerdings. Ist das Buch der richtige Anknüpfpunkt, um mit euch in Kontakt zu kommen? Ja. Also es ist ein Weg, der sich an der Stelle anbietet. Also natürlich haben wir ganz spontan ein Exemplar dabei, die Macht der Struktur. Mhm. Entweder einfach auf machtderstruktur.de gehen, Buch bestellen, gibt es inzwischen auch als Hörbuch. Okay. Und das Spannende an dem Hörbuch ist, auch das haben wir mit Hilfe einer KI erstellt. Einfach, weil wir testen wollten, ob das geht und wie das funktioniert. Also das sind dann solche Projekte, bei denen wir sagen, Das war so eine Sonntagnachmittag-Idee. Du, was passiert, wenn wir ein Hörbuch mit einer KI bauen? Ja, mach mal. Mal gucken, was bei rauskommt. Woche später, ja, ging. Ist gut geworden. Ist spannend. War auch ein spannendes Projekt, einfach auch um für sich noch zu schauen, was können wir gerade mit auditiven Medien machen? Was können wir mit Text-to-Speech machen? Solche Dinge probieren wir dann auch für unser eigenes Marketing aus. Ja. Das sind solche Dinge. Ansonsten ja, unter HM für Hofmann Metall. -digirecruit.de, also ganz klassisch im Web, uns gibt es auf Instagram. Und ansonsten, ganz ehrlich, also wer Robert Eckhold oder Hofmann Metall oder und googelt, wir sind auf den ersten zwei Google-Seiten aus Gründen komplett vertreten. Das ist also, man kommt nicht vorbei. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Das hat auf jeden Fall gut geklappt. Das hat irgendjemand richtig gut gemacht. Ja, soll vorkommen. Ja. Also ich glaube, man findet eine ganze Menge zu euch im Netz. Wer das Buch haben will, um sich reinzufuchsen oder auf eure Webseite gehen will, wir verlinken das natürlich unter dem Video entsprechend, sodass man da einfach sich sogar mit einem Klick schon direkt hinbewegen kann. Von daher, das versteht sich ja von selbst. Ich glaube, das war ein cooler Ritt durch eure Geschichte. Es waren eine ganze Menge Insights dabei, gab einiges zu lernen und auch, ich glaube, einen ganz, ganz klaren Appell, hey, liebe Leute und auch der Wirtschaftsstandort Deutschland, wir brauchen Unternehmer, die anpacken, wir brauchen Unternehmer, die nach vorne gucken, die frühzeitig richtige Entscheidungen treffen oder radikale Entscheidungen treffen, wenn es sein muss. Und die entsprechend auch die richtigen Sachen machen. Und ich denke mal, da habt ihr ein gutes Beispiel geliefert und ein paar spannende Insights. Von daher, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Danke dir. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.